Würde ich mal. Genau. Okay. Also, Hilde. Brauchst du einen Kaffee? Kaffee. Hast du ihn einen, oder? Nee, brauchst du einen? Nee. Ich auch nicht. Also. Wie war eure Klausur? Klausur war insofern ganz witzig, weil halt die ganzen Endergebnisse unserer Umfrage schon da Ich habe standen, bevor ich das hab mich gewundert, dass der. zweite Zwischen. Das läuft schon. Am 125 Jahre für die Ja, SPD. das ist doch schön. Und ich wollte da, wie mit manchen anderen, also die anderen, mit denen ich so bisher Ja. geplaudert habe, die sind deutlich älter als wir beide, weil die Das ist schon in ja den 50er und noch 60er Jahren besser. aktiv waren. Aber wir haben ja auch so eine Wen hast du denn ganz, alles interviewt? ja, den Walter Röhr zum Beispiel Das ist nett. und den Eberhard Lorenz, was ein Auch gut. besonders interessantes Gespräch war. Nächste Woche wird noch ein Streitgespräch stattfinden zwischen Eberhard Lorenz und Ernst Ludwig über die Wiener SPD. Oh, ob der Ernst Ludwig da was zu sagen hat? Der wollte das unbedingt haben. Der fand es ganz witzig. Der fand das witzig. Ja, der hat ja den Eberhard Lorenz auch im Stadtrat Im Landtag, ja, und im als Landtag erlebt. Auf Schaffner. beiden Ebenen, genau. Und wir beide sind ja auch, glaube ich, fast zeitgleich in die SPD eingetreten, Ich glaube. 1984 in der Zeit, und dann sind wir im Ortsvereinsvorstand Nee, du gewesen. warst vorher. Du warst bei den Jusos aktiv. Genau. Und ich bin dann nach Tschernobyl. Wann bin ich denn Das war eingetreten? 86, habe ich Ich glaube gesagt. Ja, 86. 86, Tschernobyl war 86 oder das. 87 bin ich eingetreten. Und dann war das ja so eine spannende Zeit, auch mit, sagen wir mal, ziemlich zerstrittener SPD eigentlich in der Zeit, so mit Wir Hagen, hatten Willems, volle Gerd Seele, du Noack. erinnerst dich. In den Ulmer Stuben hatten wir volle Seele, Genau. weil viele Themen einfach richtige Streitthemen waren. Und wir haben da alles Mögliche, Bundes- bis hin zur Kommunalebene, alles strittig debattiert. Debattiert. Und es waren natürlich auch persönliche Geschichten der Eberhard, der ja damals noch sehr stark in der SPD, also als Abgeordneter, Ja, stimmt. als Stadtrat drin war, der hat ja auch polarisiert. Das zieht sich auch in den ganzen Gesprächen durch. Also er hat da schon irgendwie eine ganz starke Ja. Rolle auch mitgehabt. Ja. Und dann war also auf was man vielleicht jetzt nochmal reingehen soll, ist die OB-Wahl. Das war ja jetzt eine ganz Das spannende war. Geschichte, wo du auch, ich kann mich noch Wir waren da erinnern, alle sehr stark aufgeregt. dabei. Oh Und ja. ich kann mich noch daran erinnern, als dann der erste Sonntag war, also der erste Wahlgang, da waren wir im Künstlerhaus. Richtig. Und du hast schon transparent gehabt, wir gratulieren dir, lieber zum Sieg. Und ich habe gesagt, Lass es lass weg. das Ding weg. Und ich war sicher, der gewinnt. Und dann kamen nacheinander die einzelnen Wahlbezirke. Und da gibt es zwei, drei Fotos, wo wir da alle gespannt und gebannt auf diesen ja, Overhead-Projektor, Overhead-Projektor genau. geguckt haben, wie die einzelnen. Hellschreiber. Ja, das war eine super Stimmung. Genau. Und dann haben wir das transparent runtergemacht und du hattest gewonnen. Ich hatte gewonnen. Ivo hat gewonnen. Ivo hat gewonnen, ja. Ivo hat gewonnen. Und der Wahlkampf war also dermaßen spannend. Ich kann mich erinnern, ich war damals ja Ortsvereinsvorsitzende und wir haben dann im Wahlkampf nachplakatiert, nächteweise, haben einzelne Aktionen noch gestartet. Wir haben eine Stadtführung, habe ich organisiert, eine Busstadtführung für Kinder. Das war eine nette Aktion, der Bus voller Kinder. Und wir sind dann mit dem Ivo durch die Stadt gefahren und haben den Kindern einzelne Highlights von Ulm gezeigt. Und die Eltern waren richtig, richtig erfreut und begeistert, dass man sowas anbietet. Eine zweite Aktion war in Söflingen. Die Söflinger haben ja schon den Kontrahenten als Siegers gesehen. Da gab es, kann ich mich erinnern, da gab es ja immer dieses Vorstadtfest mit diesem Umzug. Und der Kirchner saß in einer Kutsche mit Botzenhart neben sich, total blumengeschmückt. Und dahinter musste der Ivo in einer nackten, nicht geschmückten Kutsche mitfahren. Und er hat das so souverän gemacht. Ich habe mich tierisch aufgeregt, wie man in Söflingen so eine Zweiteilung machen kann. Ja? Und so eine, nach dem Motto, guck, das ist der Sieger, der darf bei mir Botzenhart mitfahren. Und da hinten kommt der, der auch noch kandidiert. So. Und dann war ja der Boxenhardt relativ schnell dabei und hat im Prinzip den Ivo anerkannt. Genau. So fair war er, dass er dann relativ schnell gesagt hat, jawohl, die Ulmer haben entschieden.
Und ich glaube, das Ergebnis in Söflingen war so schlecht für Nivo auch nicht. Ja, muss auch gut gewesen sein. Ja. Ja. Und es war, ich meine, du hast ja dieser Ortsverein, und da nochmal dann so zurückzukommen, jetzt auch das, was ihr nachgelesen habt, der war ja schon, wie wir schon gesagt, ziemlich zerstritten. Und als du dann als Ortsvereinsvorsitzender aufgehört hast, da kam sozusagen die Überschrift, dass du den wieder befriedet und geeinigt hättest. War das die Überschrift? Ja, kannst du mal sehen, das ist meine Fähigkeit. Ja, das vergisst man öfter mal. Aber nein, das war nicht. Ich glaube, du hast schon ja. Ja, das war eine ganz gute Zeit, und du hast, glaube ich, auch damals einfach mit neuen Aktionsformen so ja. die Dinge auch dann. Ja, wir haben ganz viel gemacht. Die Stände sind anders geworden. Die Stände sind anders geworden. Wir haben verschiedene Gesprächskreise gehabt. Wir waren, was so diese, wie soll ich sagen, Aktionen anbelangt, waren wir ziemlich stark unterwegs. Zum Beispiel dann diese Aktion Stadtrundfahrt für Kinder, solche Sachen. Ich habe mit anderen Gruppierungen sehr stark so dieses kinderfreundliche Ulm favorisiert. Da gab es auch die Überlegung, einen Stadtplan nur für Kinder zu machen. Gibt es ja jetzt auch, ja. Ja. Wir haben Aktionen gehabt, die auch diese Armutsproblematik aufgegriffen hat. Wir hatten verschiedene Gesprächsrunden, auch mit den Kirchen zum Beispiel. Das war also eine Öffnung auch und ein anderes Rangehen an die politische Arbeit. Das habe ich schon in Erinnerung. Es war sehr intensiv, sehr zeitintensiv. Und die Presseberichte zeigen das ja auch, dass wir dann innerhalb der Ulmer SPD schon sowas wie eine Streitkultur hatten, wo wir nicht mit Messern aufeinander losgingen. Genau. Und jetzt sind wir eigentlich, jetzt habe ich sie leider nicht dabei, aber sind wir eigentlich, nette Fotos in die Hände gefallen von 1991 Bremer Parteitag. Der, ja, die habe ich auch noch zu Hause. Der lebendige Ortsverein. Brauchst du da noch, hi Susanne, brauchst du da noch ein paar Fotos? Hallo. Entschuldigung. Ich habe, magst du? Ja. Hast du diese, das waren so Rollen. Digitalisiert. Ja, die habe ich. Ich habe sie jetzt digitalisieren lassen. Da hattest du noch deinen Lockenschopf. Genau. Und ich habe beschlossen, dass in das Buch und die Chronik des Fotografie und Gerhard Schröder reinkommt. Ich liebe es. Ich liebe es. Nee, aber das war ja der Ausdruck einer Zeit, wo eigentlich hier sehr viel engagierter mit vielen Leuten lief. Und ja, du hast es schon, die Leute schon motivieren können, mitzumachen. Ja, auch neue Leute. Ja, ja, das stimmt. Wir waren damals der zweitgrößte Ortsverein im Land. Stimmt. Der größte war Esslingen und wir waren der zweitgrößte. Und da haben die natürlich schon auch in Stuttgart sehr intensiv drauf geguckt, was bei uns so passiert. Und wenn ich zum Beispiel, damals war ja der Spörri der große Macher, ich kann mich noch an die Prospekte erinnern, wo jeder gesagt hat, der sieht aus wie eine Werbung von Piep und Kloppenburg. Ja? Mit dem hellen Trenchcoat. Mit dem Trenchcoat, ja genau. Und wenn du da angerufen hast in seinem Vorzimmer, dann war jedem klar, die Ulmer rufen an, jetzt muss ich zurückrufen. Nee, das war einfach auch ein nettes Miteinander. Das war einfach, weil bei uns auch relativ viel passiert ist. War richtig, hat mir viel gebracht und auch viel Freude gemacht. Ich habe das sehr gern gemacht. Und dann kam ja so diese Zeit, wo dann der Ortsverein, du hast ja schon angesprochen, größte oder zweitgrößte Ortsverein, wo dann bei uns auch die Diskussionen waren, den aufzulösen, Kreisverband zu gründen. Vielleicht war das echt ein Fehler. Das, ja, ich war ja damals der auch dagegen und dann bin ja, ich aber die, nach ich war oben gespült worden als erster Kreisvorsitzender, aber ja. Ich glaube schon, also ich glaube damals hat es einen Schub gegeben, aber jetzt so nach 20 Jahren, muss man ja sagen, ist es. Es ist ein bisschen schwierig. Weil die Mitglieder natürlich allgemein zugegangen sind. Mhm. Das ist schon distanzierter, das Verhältnis zum Altona-Kreis. Wenn ich so die alten Presseausschnitte angucke, also wo Reinhard König Kreisvorsitzender war, wo dann einfach Ulm und Altona sich viel öfters gesehen hat und ausgetauscht hat, das war schon eine andere Relation. Ja, das kann man vielleicht nicht vergleichen. Man weiß nicht, wie die Entwicklung gelaufen wäre. Aus damaliger Sicht war das richtig, fand ich immer. Mein Argument war, wir haben mehr Delegierte auch auf Landesparteitagen. Wir haben unsere Zahl verdoppelt nach dem Auszählmodus. Ne? Aber
Jetzt im Moment denke ich, man ist so in der Struktur, ist es ein bisschen schwierig, weil die Ortsvereine hier auch wenige sind in Ulm. Das sind ja wenig Und geworden, ja. im Prinzip die Mitgliederzahl im Kreisverband noch nicht mal 400 Mitglieder, das ist ein bisschen schwierig. Mein Kollege Matthias Mirsch hat einen Kreisverband mit 5000 Mitgliedern in Hannover. Ja, Ja? klar, das ist eine andere, eine gut, ist mehr Einwohner, aber eine andere Dimension, völlig richtig. Ja. Wobei hier die Nähe dann ist, und kein Delegiertensystem, wir machen ja alles basisdemokratisch. Genau. Genau. Ja. Aber von den Strukturen her muss man natürlich vorsichtig sein mit einer schnellen Schlussfolgerung. Überall da, wo Zusammenlegungen waren, ich bin gerade dabei, das für den Landesverband zu analysieren. Überall da, wo Zusammenlegungen waren, ist es nicht stärker geworden, sondern noch schwächer geworden. Das haben die Nordrhein-Westfalen haben das als erstes gemacht und der damalige Geschäftsführer, der Genosse Hellmich, sitzt jetzt mit mir im Bundestag und ich hole bei dem immer die Anregungen so quer über den Tisch, weil ich denke, da kann man viel draus lernen, was die anderen falsch gemacht haben. Und die Zusammenlegungen haben nicht zu einer größeren Aktivierung, sondern zu einem noch stärkeren Mitgliederschwund geführt. Wobei immer die Frage ist, ob das sich eh Man überlagert weiß bei es nie. Bundestrennen, weiß es nicht so richtig. Man weiß es nie. Naja, ich habe echt, ich will gerade mal was. Ja. Ich habe da die ersten vier oder so Ja, Ordner. die habe ich Ich gesehen. habe nur drum gebeten, weil das wirklich, ich habe eine sehr vollständige Sammlung, dass die so Vielleicht hier. zusammenbleibt. Ja, hier. Ah ja, das war La Haye, ne? 1381. Nee, War das nicht? das war der Grafiker, der für Gold Ochsen gearbeitet hat. Ich glaube, der ist verstorben. Der war in Neu-Ulm Grafikbüro. Ah, Wie das kann heißt? natürlich sein. Ich warte mal, das steht jetzt noch irgendwo drin hier. War das die Kandidatur, wo ich auch dabei Genau, war? da warst du, Hildegard Matthäus. Ah, nett. Und was ich einfach, das ist mir jetzt wieder aufgefallen, weil wir ja die Diskussion auch heute noch in der Partei haben. Ja. Die erste kotierte Liste, 1989 hier, Männer und Frauen gleich, und seither immer durchgezogen. Ja. Das ist echt Das war gut. Das ist ist eine echt gut. historische Leistung gewesen, in der Das kann heutigen man wohl Partei sagen. nochmal. Immer noch Ja. diskutiert und sich Ja. bemüht drum im ländlichen Ja. Raum. Ja. War der Pflüger da weit hinten? Ja. Was macht er jetzt eigentlich? Ich weiß es nicht. Aber Lässt er mich? wenn man den Hartmut so jetzt sich anguckt, dann war ja noch Ja. ein Genau. großer Effekt war ja dann die Neue Straße. Da war man Genau. ja auch aktiv. Genau. Genau, ja, das war auch sowas, ne, wo man das erste Mal mit Grün und anderen Organisationen, BUND und so weiter, Ein zusammengetan hat. Bündnis gemacht, ja. Genau, da waren wir in diesem Bündnis dabei und da war die Positionierung der SPD ganz klar. Ich weiß, in jeder Kneipe, und wenn es nur vier, fünf Leute waren, haben wir unsere Pläne aufgerollt. Genau, Ja? mit dem U Genau. Ulm Genau. durchgestrichen. Ja, gut. Also, ich mein Gott, sind auch noch Leute drin, die es nicht mehr gibt. Einige Neumeier. Die Ursula. Furchtbar. Ja, Ich glaube, das ist okay. okay so. Aber das ist nett, so ein paar Sachen einfach zu kommunizieren.